Willkommen zurück zu Let's Play Nerim und wir sind immer noch hier am Fluss. Wir haben zwar zuletzt hier den Typen fast gefunden, den freien Braumeister, aber die Teleporter-Runen gehen ja irgendwie im Moment nicht mehr. Im Mittelreich sind die irgendwie blockiert. Durch was auch immer, vielleicht hat da jemand falsch drauf geparkt oder so. Man weiß es natürlich nicht. Aber der Sache gehen wir jetzt natürlich auch noch auf den Grund. Aber eben wieder alles zu seiner Zeit. Erstmal müssen wir nach Erotin hinkommen. Da hilft schon wieder ein schöner Sprung hier nach unten. Den ich hoffentlich überlebe, aber wahrscheinlich überlebe ich den. Nur kurz ein bisschen unter der Wasseroberfläche gewesen. Ah, da hinten ist auch nochmal irgendwie ein wichtiger Punkt. Jedenfalls sagt mir das dieses Radar-Gedöns. Und da ist auch die... Ist da die Nautilus-Werft? Ja, was sagt uns das? Ich bin hier komplett falsch. Super. Warum sagt mir das denn vorher keiner? Na, ist ja auch egal. Das heißt aber vielleicht, wir machen nochmal einen kurzen Abstecher, glaube ich. Weil hier ist eine Höhle. Und Höhlen sind doch immer mal interessant. Wir waren schon länger in keiner mehr. Deshalb, hallo, Höhle. Wo ist die denn? Ist erst oben. Sind Höhlen nicht normalerweise einfach so in den Berg gelassen? Na gut, die Höhle anscheinend nicht. Die will eine Extrawurst. Dann geben wir der Höhle auch eine Extrawurst und laufen nochmal bis nach ganz hier oben. Runter wird dann hoffentlich einfacher. Aber runter ist ja immer einfacher. Sollte also eindeutig nicht das Problem sein. Waren wir da hinten eigentlich schon mal? Ich glaube nicht. Obwohl, das kann natürlich auch da sein, wo wir mit dem einen Braumeister geredet haben. Also nicht den, den wir im Fass gefunden haben, sondern der, der uns gesagt hat, dass der im Fass ist. Wo ist denn hier? Oh. Solche Viecher gibt's. Ruinenelementar. Die hatten wir auch schon mal irgendwo gesehen, oder? Oder verwechsel ich da halt irgendwas? Sehen auf jeden Fall schick aus. Irgendwie besser als die ekelhaften Eiselementare oder so. Bei denen gefällt mir die Farbe hier nämlich schon viel mehr. Aber ich habe Wurzeln dabei. Schön, schön. Eine Leiche liegt ja auch noch. Hat die was Besonderes? Die graue Blüte, das Buch kennen wir schon, nehmen wir aber mit. Kann man verkaufen. Und alles, was man verkaufen kann, ist immer gut. Wo ist denn jetzt die Höhle? Ach, da ist die Höhle, oder wie? Nee, wo ist die Höhle? Ist hier unten die Höhle? In dem Spalt? Moment, das überlebe ich doch nie. Vielleicht ist sie auch hier gar nicht, aber ich meine, hier ist so ein verdächtiger Spalt, in dem man rein zufällig gerade reinschwimmen kann. Und das ist ziemlich tief. Ah, merkwürdige Höhle. Oh. Das ist eine geheime Schuhe-Ei-Einrichtung. Das ist ja jetzt mal Hammer. Also Schuhe-Ei sind ja hier die Entwickler von Nerim. Unglaublich. Da bin ich echt mal gespannt, was sie hier jetzt finden. Also ich bin gerade wirklich total fertig mit den Nerven, was wir finden. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt hier. Naja, schauen wir uns halt einfach mal ein bisschen um, wenn die Kobolde halt nicht so nerven würden. Ich meine, warum lässt Shoei Ai auch Kobolde in ihre eigene Einrichtung? So, was haben wir hier? Das sind komische Tanks. Ist hier sonst noch was? Ich brauche mal unbedingt eine Fackel. Fackel. Vielleicht brauche ich auch mehr als eine Fackel. Wir haben doch auch eine helle Fackel. Okay. Hier hängen Bilder. Hier hängen eine Menge Bilder. Die sehen gruselig aus. Ja, ich weiß gerade nicht so ganz, was das damit auf sich haben könnte. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich mich hier verirre. Okay, ein paar Stühle.
Also wir stellen schon mal fest, es ist anscheinend ein reiner Just for Fun Raum. Mit Hühnern oder Hähnen. Und zwar riesigen Hähnen. Schicke Sache. Schicke Sache, Chicken. Ja. Ach, wie schön. Ne, da runter gehen wir noch nicht. Erst mal hier links gucken. Gibt es bestimmt auch noch mal was außer Kobolden. Zum Beispiel eine riesige Tür. Ich meine, warum sollte man sich auch mit kleinen Türen zufrieden geben? So, hier halt die üblichen komischen Tanks. Mit denen kann ich aber absolut nichts machen. Simons Zellentür. Freudenherz. Das sind alles Bücher, die es sonst nicht so gibt, glaube ich. Die habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Wir blättern die jetzt mal eben einfach durch. So wie ich das mit allen Büchern bis jetzt gemacht habe. Ich muss mich, glaube ich, später nochmal informieren, was es hiermit genau auf sich hat. Das ist ziemlich interessant, finde ich, ehrlich. Wahrscheinlich wäre es irgendwie noch schöner gewesen, wenn ich, wenn die Höhle nicht so offensichtlich auf der Karte zu sehen wäre. Also wenn ich die nicht darüber gesehen hätte, sondern einfach so mal zufällig, ach, da taucht man runter, da kann man ja richtig tief rein. Aber sonst hätte die wahrscheinlich auch kein Mensch gefunden. Schaufelabdeckung, ja, sowas kennt man ja, glaube ich. Im Moment hatte das ja auch irgendwie einen Namen. Das ist Trebrons Zellentür. Schaufelabdeckung. Eine Schaufel drin. Wahrscheinlich heißt das aber Schaufelabdeckung. Hammer. Mehr gibt's ja auch wieder nicht. Ja, machen wir wieder zu. Ja, es geht nicht wieder zu. Okay, lassen wir es offen. Mir fällt übrigens auf, wir sind gerade halb tot. Und war ich hier schon? Da war ich auch noch nicht. Hier sieht es aber ganz schön schick aus. Ob das wohl so Bilder von den Entwicklern sind? Man weiß es natürlich nicht. Ja, hier kann ich wieder ein bisschen Zeug machen. Hä? Was wird das hier? So ganz stimmt hier irgendwas nicht. Ist das gewollt? Was? Haha, ich will deine Pfeile sehen. Okay. Das weiß ich, kann halt absolut nichts mit anfangen mit dem, was hier jetzt überall ist. Das macht mich ein bisschen traurig. Und falls hier jemand was mit anfangen kann, wäre es schön, wenn er mir das in den Kommentaren mal erklären könnte. Obwohl ich vielleicht wahrscheinlich in den Weiten des Internets nochmal ein paar andere Erklärungen finden werde, auch was das hier zu bedeuten hat. Weil es sind ja wahrscheinlich irgendwie alles Anspielungen aufs Entwicklerteam oder sowas. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Oder auf den Entwicklungsprozess oder so. Okay. Was wird das jetzt hier noch? Hier ist Abgrund einfach nur, oder wie? Und eine Menge Zahnräder. Aber Shoei hat ja auch so ein Zahnradsymbol als Symbol quasi. Mehr ist ja aber nicht. Das ist alles? Also, jetzt dafür, dass das hier der große Raum ist, in dem man von vornherein wirklich reingeht. Anscheinend ist das wirklich alles. Okay. Das ist jetzt wirklich meine Erfahrung. Das war mal schick. Jetzt gucke ich ganz kurz nochmal auf der Karte, ob ich wirklich den Raum gesehen habe. Nee, habe ich nicht. Der Raum mir fehlt. Da muss ich nochmal hin. Hier will ich mich wirklich alles sehen. Vor allem hängt ja auch eine 2 und da hinten eine 1. Oder? Ja. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. So, da waren die riesigen Hühner. Und was war hier oben? Ich habe gar nicht reingeguckt. Oh.
Ist einfach nur verschüttet oder wie? Wer denkt sich denn sowas aus? Alles klar, auf jeden Fall. Ah, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das gerade so schön. Ich kann jetzt gerade wirklich nicht erklären, warum ich gerade das hier so wunderbar finde. Aber es ist halt nett. So ein bisschen wie so ein Easter Egg. Weil es auch schön versteckt ist. Aber jetzt müssen wir uns leider hier wieder um unseren normalen Betrieb kümmern, sozusagen. Und hier wurde sogar eine Treppe für uns angebracht. Das ist ja auch mal freundlich. Obwohl ich gerade schon wieder nicht weiß, ich laufe in die falsche Richtung, oder? Hä, was ist denn da unten? Ach, das ist nur ein Fels. Sah gerade so merkwürdig aus. Ach, aber ist gut, dass ich jetzt sowieso hier hoch bin. Also wir kamen ja von da unten. Wir mussten sowieso hier hin. Ach ja, wie schön. Wieso komme ich da nicht mehr drüber hinweg? Das kann nicht wahr sein. Ich meine, ich tue gerade so, als ob das das einschneidendste Erlebnis meines jungen Lebens ist. Und wer stapelt hier solche Särge? Bestimmt sind hier irgendwo noch Nekromanten oder so. Das riecht doch schon wieder danach. Vielleicht sind hier auch einfach nur Schlammkraben oder Schlammkraben-Nekromanten. Das sind natürlich die schlimmsten. So, ich folge jetzt noch mal nicht weiter im Flussverlauf. Ich gucke mal, ob ich hier jetzt so lang abkürzen kann und damit auf eine Straße komme. Das sieht mir nämlich schon ziemlich straßig aus hier. Skelette. So. Was ich mich gerade frage, was mir irgendwie nie so bewusst geworden ist, gerade so mit der Musik. Das war ja gerade irgendwie so eine, ich sag mal, eher gruselige Musik. Mir ist jetzt aber jetzt schon wieder was entdeckt. Mir ist ja aber bis jetzt noch nie so irgendwie mit Wolfskämpfen aufgefallen. Oder gab es ja auch, oder ich bilde mir das vielleicht auch nur ein. Aber vielleicht gibt es ja für Gegner und Typen unterschiedliche Musikstücke. Wäre schön. Aber ich bin mir gerade wirklich nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich bilde ich mir so einfach nur ein, dass ich das beim Wolf noch nie gehört habe. So, komm, jetzt einmal zubeißen und sterben. Besonders der letzte Teil war ziemlich wichtig für mich. Also es ist halt so, wenn die Wölfe zubeißen, müssen sie sterben. Ja. Ah, da. Ich dachte gerade, da würde noch irgendwie halt von vorne kommen. Ich hatte auch das Gefühl, da oben wäre irgendwie eine Bewegung gewesen, aber es war es, glaube ich, gar nicht. Oh, da war eine Bewegung. Ich hab's gehört. Wer bist du denn? Bestimmt so ein Hundezüchter. Mit der habe ich ja noch mal ein Wörtchen zu reden. Ah, der hat sogar einen Namen, der feine Name Dünnel. Na, Metnil oder so. So, und da fliegt er. Und da hau ich daneben. Aber lass dir jetzt eine Warnung sein. Wir könnten jetzt jeder Moment nochmal drauf gehen. Ich hoffe, das passiert nicht. Nein, es passiert auch nicht. Boah, was macht die Hundeleiche unten? Hat der irgendwie was Gutes? Nur ein bisschen Geld. Also dafür, dass er einen Namen hatte, war der jetzt aber nicht so... Na gut, er war jetzt auch nicht unbedingt einfach, aber das war irgendwie so ein Durchschnittsgegner. Ich wollte das Ding eigentlich immer aufhacken. Dann gibt es nämlich noch einen unreinen Saphir. Eine Frage bliebe dann natürlich noch. Zum einen, meine Fackel ist ausgegangen. Das ist natürlich etwas Mist. Nehmen wir jetzt mal eine normale Fackel. Hier sind die Hallen ja nicht so groß. Zum anderen wäre die Frage, wo der lang gegangen ist, aber die hat sich gerade erübrigt. Die Geheimnis, das Geheimnis des dunklen Waldes von Seram Nitilus. Nitilius, irgendwas. Egal, wer es durchlesen möchte, kann sich es gerne angucken. Silber Kurzschwert. Ich überlege immer, ob ich sowas mitnehmen muss. Und ob ich sowas aufbrechen kann. Ah, wir haben jetzt auch schon eine Fertigkeit von 29. Das müsste heißen, dass dieser erste, den ich gerade schon hochgeschoben habe, dass der immer oben bleibt. Wäre natürlich schön. Und jetzt bilde ich mir wieder ein, dass es hier irgendwie ein System hinter gibt. Gibt es hier ein System hinter? Ich habe immer so das Gefühl, dass ja. Oder weil anders mit der Schlossklangfähigkeit. Wie ging das nochmal mit der Schlossklangfähigkeit bei Oblivion? Da gab es auch sowas, dass man bei 25 Leveln irgendwie nicht mehr so viele Dinger fallen runter. Oder war das jetzt nur irgendwie das bei einem schwierigen, sehr schwierigen Schloss, dass da ein
Teil nicht mehr runterfallen kann. Kann natürlich auch sein, ich weiß das leider nicht mehr. Aber muss man ja auch nicht wissen, man muss halt nicht alles wissen. Was ich aber schon weiß, ist, dass die Folge jetzt ja eigentlich vorbei ist. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir nach Erotin weiter. Ich hoffe, ihr seid dann mal mit dabei. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.